Hallo und herzlich willkommen auf jurelda.de. Wir schauen uns nun ein weiteres Video an zum Bereich Wahrscheinlichkeitsrechnung. Diesmal geht es um Kombinatorik. Und zwar habe ich als Beispiel rausgesucht das Spiel Mastermind. Ihr kennt es vielleicht. Das sind zwei Spieler. Der eine Spieler sucht sich eine Kombination aus verschiedenen Farben, die in fünf Slots, in fünf Fächer reingelegt werden müssen. Und die Farbmöglichkeiten sind rot, orange, gelb, grün, blau, weiß, braun oder violett. Und der Gegenüber, der sieht diese Farben nicht und muss jetzt erraten, wie bei so einem 4 gewinnt, bei so einem Schema, oben dann die Farben reinlegt und dann erraten muss so lange, bis er genau diese richtige Kombination, auch in der richtigen Reihenfolge, also hier zum Beispiel rot, blau, grün, violett, orange, bis er diese richtige Reihenfolge herausgefunden hat. Und dann dreht man das Spiel um und dann wird es genau umgekehrt gespielt. Wer am Ende schneller war, der hat das Spiel gewonnen. So ist das Spiel. Und jetzt natürlich die Frage, wie viele Kombinationsmöglichkeiten habe ich, um aus diesen in diese fünf Felder diese acht verschiedenen Farben reinzupacken. Und das ist ein Problem, das wir in unserer Wahrscheinlichkeitsrechnung lösen können. Das heißt, wie viele Kombinationsmöglichkeiten? Erstmal, wenn die Mehrfachwahl von Farben erlaubt wäre, das heißt, wenn ich jetzt hier statt Orange beispielsweise nochmal Rot nehmen darf, oder wenn es verboten wäre, das heißt, wenn es immer fünf verschiedene Farben sein müssen. Und das schauen wir uns jetzt mal näher an. Stellen wir uns vor, die Mehrfachwahl von Farben ist erlaubt. Dann habe ich für dieses erste Fach hier, habe ich genau acht Möglichkeiten, nämlich rot, orange, gelb, grün, blau, weiß, braun und violett. Das heißt, wenn die Wahl mehrfach erlaubt ist, dann habe ich acht Möglichkeiten im ersten. Und die kann ich kombinieren mit weiteren acht Möglichkeiten hier im zweiten. Ich darf ja wieder rot nehmen, ja? Das heißt, ich habe wieder alle acht Farben zur Verfügung für dieses zweite Fach. Also wieder 8. Im dritten Fach ganz genauso habe ich wieder 8 Möglichkeiten. Im vierten und im fünften ebenfalls. Also es ist ganz einfach, die Anzahl der Möglichkeiten auszurechnen. Es ist einfach 8 mal 8 mal 8 mal 8 mal 8 rechnen. Also 8 hoch 5. Das in euren Taschenrechner eingibt, kommt daraus 32.765 Möglichkeiten. So viele verschiedene Möglichkeiten hat man also, wenn die Mehrfachwahl erlaubt ist. Jetzt können wir es noch allgemein formulieren. Stellen wir uns vor, wir haben acht verschiedene Farben. Das nennen wir jetzt die Zahl n, wäre in diesem Fall 8. Und aus diesen 8 muss ich 5 aussuchen. Ja? Das heißt, k wäre 5. Das heißt, immer n ist immer, wie viele insgesamt Möglichkeiten es gibt. Und k ist, wie viele wir sozusagen da rausholen. Wir werden später noch einige andere Beispiele sehen, wo das wichtig ist, wie das n und das k aufgebaut ist. Hier ist es aber ganz einfach. 8 hoch 5, hier sehe ich also, es muss n hoch k sein. Also kann man schreiben, Anzahl der Möglichkeiten ist n hoch k. Jetzt ist die Frage, wie sieht es aus, wenn die Mehrfachnennung von Mehrfachauswahl von Farben verboten ist. Es ist logisch, dass ich dann die Auswahlmöglichkeiten verringere, weil wir dann diese Doppelführung hier zweimal rot nicht mehr machen darf. Aber um wie viel verringert es sich? Die erste kann ich immer noch mit allen acht Farben füllen, mit welcher ich möchte. Stellen wir uns vor, wir haben rot gewählt, dann habe ich bei der zweiten nur noch die Möglichkeit zwischen den sieben verbleibenden Farben, also alle Farben bis auf rot. Wenn ich bei der dritten noch die Möglichkeit, alle, wenn ich jetzt hier blau gewählt habe, alle Farben bis auf rot und bis auf blau, das sind noch sechs Farben. Dann wäre es hier natürlich alle Farben bis auf rot, blau und grün, also fünf. Und am Ende noch alle bis auf Rot, Blau, Grün und Violett. Also vier Möglichkeiten. Also hat sich die Zahl deutlich verringert. Und wenn man das ausrechnet, 8 mal 7 mal 6 mal 5 mal 4, das ist 6720. Also wir sehen im Vergleich, das ist schon eine deutliche Kategorie weniger. Das ist bis ungefähr ein Fünftel von dem, was es vorher war. Auch das können wir allgemein ausschreiben. Wir wissen wieder, n ist 8. Und k ist 5.
Und dann gibt es den sogenannten Binomialkoeffizienten. Den habe ich euch in einem anderen Video schon mal erklärt. Und mit dem kann ich es hier aufschreiben. Und zwar, die Formel ist Anzahl der Möglichkeiten n-Fakultät, also n-Fakultät ist immer n mal n minus 1 mal n minus 2 und so weiter bis 1. Also zum Beispiel 8 Fakultäten ist 8 mal 7 mal 6 mal 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1 geteilt durch n minus k-Fakultät. Und können gleich mal überprüfen, dass das Sinn ergibt. Und zwar, wenn ich mal schaue, hier hätte ich 8 über n minus k. 8 minus 5 wäre 3. Also Beispiel. 8 Fakultät durch 8 minus 5, also durch 3 Fakultät. Also 8 Fakultät ist ja 8 mal 7 mal 6 mal 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1. Und dann teile ich durch 3 Fakultät ist 3 mal 2 mal 1. Und jetzt sehe ich, genau das, was hier am Ende steht, das kürzt sich raus. Und ich habe genau das, was ich brauche. 8 mal 7 mal 6 mal 5 mal 4. Das heißt, dadurch, dass ich durch n minus k Fakultät teile, bekomme ich genau nur noch diese Anzahl an Faktoren, genau die ich hier brauche, nämlich diese 5 Faktoren, die hier stehen. In Ordnung, schaut mal auf der Homepage www.lorenda.de vorbei, besucht uns bei Facebook. Dankeschön.